Was haben wir jetzt noch für Felder? Also drei, nee, warte mal, vier sind Kartoffeln, kann man auch gleich gruppern. Ja. Grubbern? Kartoffeln? Haben wir keine. Ach, wir haben ja keine Erntemaschine für Kartoffeln, ne? Ja. Ah, wer hat da Kartoffeln reingehauen? Nein, das wäre, glaube ich, von der Standarbeit mal gewesen. Gibt's keine alte Kartoffelmaschine? Ja, das ist so eine Einreihe, wenn du das Ding erfahren willst. Oh. Ja, liebe Zuschauer, die nächsten 100 Episoden kümmern wir uns darum, ein Feld mit Kartoffeln abzuernten. Warte mal, Fantastisch. wir haben wir. Das ist Zuckerrüben, haben wir da hinten. Was kann man bei 2000 Abonnenten? Ich glaube, bei 2000 Abonnenten machen wir wieder ein schönes Gewinnspiel. Wir haben wir Zuckerrüben und Kartoffeln da. Zuckerrüben und Kartoffeln, okay. Und Körnermais haben wir auch, aber wir haben noch keine Wechselmaschine. Was möchtet ihr denn gewinnen? Das Spiele. Spiele wollen sie immer. Spiele, da das ist eine gute Idee. unten. Ja. Weizen haben wir unten, Flo. Weizen haben wir unten, okay. Ich packe erstmal die Maschine hier ein. Bei kleinem Feld da ganz unten. Ja. Hat irgendjemand den Düngerstreuer gesehen? Ach. Also, liebe Zuschauer, wenn ihr jetzt gerade einschaltet und denkt so, ah ja, Gewinnspiel, oh, klingt gut. Bei 2000 Abonnenten gibt es das nächste Gewinnspiel. Bei 1000 Abonnenten gibt es was anderes. Lustiges, unterhaltsames, schmerzhaftes. Alles, was man hier anhängt, ist leer. Furchtbar. Ja. Ich habe jetzt einen Maishäcksler gekauft. Du hast einen Maishäcksler gekauft? Ja, den zwei. Haben wir hier Mais? Ja. Was ist das denn? Was für einen Maishäcksler hast du denn gekauft? Oh, den kleinen Pöttinger oder was? Ja. Okay. Alter, jetzt ruckelt's bei mir gerade so, die Sau. Hallo? Wird Standbild. Wir mal ein bisschen Dünger hier haben. Dann komme ich mal zur Maisernte mit hochgefahren, ne? Ach ja. Brauche ich dich nicht. Hm? Mein Spiel hat sich gerade aufgehängt. Na. Da bin ich wieder. WB. Hat sich gerade alles aufgehängt. Flo, ich durfte mich heute wie richtig VIP in der Sparkasse fühlen. Echt? Ja, wo ich hier mein Geld auf mein Sparbuch machen wollte, Ja. wurde ich ins Hinterzimmer gebeten. Ja. Und was wollen Sie dir andrehen? Nein, ich wollte von meinem Girokonto Geld auf mein Sparkonto machen. Gut. Die wollten ihm was verkaufen. Das Lustige war, die hatten es erst falsch eingegeben gehabt. Ja. Da wurde plötzlich das Geld von einem aus der Luft generiert und auf mein Konto gemacht. Plötzlich hatte ich doppelt so viel Geld auf mein Konto wie vorher. Haben wir aber gemerkt, ne? Leider. Ja, schade. Ja. Aber warum bitten die hier ins Hinterzimmer? Wegen der Geldsumme, weil so viel von die dachten, ich hab das Bar mit. Ach so. Bitte folgen Sie uns unauffällig. Oh. Das war bestimmt Tom. Ja. Ja, Tom und sein Rechner. Ja. Nee, bei mir hat sich gerade Teamspeak verabschiedet und da da ist bist du doch schon wieder. ja, ich bin wieder da. Was nehme ich denn jetzt eigentlich? Was wollte ich jetzt eigentlich holen für ein Fahrzeug? Du machst Schubkarre. unten jetzt Feld 8 und 9 und tust Weizen ernten. Weizen ernten, okay. So, was fehlt mir denn jetzt noch für 100%? Ja, Feld 8 und 9, Weizen, okay. Das kriegen wir hin. Ja, jeder Mensch, du kannst bei mir auch gerne in mein Zimmer kommen mit den Taschen voll Geld. Kein Problem. Koffer, nicht da. Koffer. Oh, die Mauer hat eine Kollision. Shit. Ich hab's nur als die Bäume rausgenommen. Ja, ich merk's gerade. Und ich glaube im Hof aus manchen Gebäuden, aber Ja. Normalfall ein bisschen auf der Straße möchte man schon noch bleiben. Ja, schon, aber da hinten ist eine Hofausfahrt, aber da passt der Meter schon nicht durch. Ich muss durch die andere Ausfahrt fahren. Du gibst dir nur keine Mühe. Das stimmt. So, jetzt mal schauen, ob ich da irgendwo meinen Hänger anhängen kann. Beim So, dranhängen. dann machen wir mal Weizen. Oh, ups. Muss ich den vorne dranhängen, den Maishäcksler vom Pöttinger? Ja. Ups. Ja. Dann musst du rückwärts fahren mit dem. Kannst du auch gerne mal. Oh. Soll ich die Stroherablage anmachen oder ausmachen?
Ach, die meinen Stroh? Ja. Weiß nicht, wir haben Kühe, oder? Im Stall. Okay, Schöpfe, Leitebock haben wir ja da. Ja. Lass mal ein. Und dort können wir es immer noch unterfliegen. Ja. Ist heute irgendein Feiertag? Irgendwo auf der Welt? Nicht, dass ich wüsste. Was ist denn passiert? Eine Pizzeria hat zu. Vielleicht sind alle gestorben durch Salmonellen oder so. Okay. Notstand bei Ida, in der Pizzeria lag gekauft. Vielleicht warst du auch dein Einziger. Ich warte immer noch auf die Einladung zu irgendeiner Hochzeit vom Besitzer oder sonst sowas. Ich dachte, ihr könntet jetzt da das Schnellwechselsystem hernehmen, aber... dann nicht, muss ich abkoppeln. Dann bin ich mal schnell einkaufen. Jo, bis gleich. Jo. Es gibt Läden, die haben halb 10 noch offen. Natürlich. Wo ich lebe. Als ich noch in Hamburg gelebt habe, hatte der Penny bei mir gegenüber bis 23 Uhr auf. Wow. Ja. Na hier auf, in der nächstgrößeren Stadt maximal 20 Uhr. Echt? Und ansonsten... Ja. Heilige Straße. Ich lebe auf dem Dorf, aber absolut. Ich dachte doch immer, hier sagen sich nicht Fuchs in Hause, gute Nacht. Ich sagte ja, die poppen hier. Ja. Du hast doch Frettchen, ne? Eins, ja. Hidan hat vorhin irgendwie was gesehen, und zwar stand darin, dass wenn Frettchen ein Jahr lang keinen Sex haben, sie sterben würden. Wärst du ja schon tot. Ja. Weiß, da gibt's so viele Gerüchte in Anführungsstrichen. Es kann zum Beispiel passieren, wenn du die nicht sterilisieren lässt, dass die dann in einer Dauerrolligkeit enden und so, und dass sie da auch kontrollieren können und solche Sachen. Ja. Aber meine ist nicht sterilisiert und man soll die auch Frettchen angeblich nie alleine halten. Das wäre absolute Tierquälerei. Also da gibt es richtig militante Frettchenschützer da. Machen wir mal so. Aber der Saaluder fühlt sich ja wohl. Ich sag das so, wie es ist. Die habe ich bekommen, da war sie 2,5 Jahre, lebte schon 2,5 Jahre allein. Ja. Die hatte sich daran gewöhnt. Und da hat man dann eventuell noch mehr Probleme, wenn man ein Frettchen dazusetzt, um die zu vergesellschaften. Da kann es tierische Probleme geben. Ah, okay. Die sich dann bloß buchen. Ja. Wie alt werden die so? Ungefähr 9 Jahre sollen sie werden. Okay. Ja, je nachdem, die sind teilweise auch ein bisschen überzüchtet. Ah, okay. Überzüchtet heißt, dass sie früher sterben dann. Ja, das sind anfälliger für Krankheiten sind als andere Tiere und so. Ja. Okay. Frettchen ist ja kein Wildtier oder so, es ist ja eine reine Zucht. Mhm. Also, viele Sachen und zwar der Tierquälerei, die gehören in der Freiheit, ja, die wird in der Freiheit verrecken. Ja. Das ist ein reines Zuchttier. Gibt's nicht in der Freiheit, Frettchen. Hi, Tom. Dein Traktor, glaube ich, schwerer wieder fängt, kann das sein? Ja. Weil ich habe ein leichtes Problem. Ach, mit anderen Worten, du willst meinen Traktor haben. Ja, mein Fendt ist doch ein bisschen zu leicht. Ja, du mit deinem... Wo heißt der denn? Hier unten. Hinten ist gut. Kann ich wieder eine Viertelstunde lang einen Traktor suchen, bloß weil ich hier mal die Saat ausbringen will. Das ist ja immer ein Deutsch. Ich könnte zum Frettchen werden, ja. Nein, ich stehe kein Deutsch drin. Nicht? Komm, wo ist hier unten? Ja, beim Shop. Hatten bitte? Nicht... Ja, ich komme hoch, die Frauen. Ich glaube, dass deine Sämaschine auch zu schwer ist. Ich kann gleich mal einer abtanken. Bitte. Und das Stroh kann auch aufgesammelt werden. Abtanken, mal gucken, wo er steckt. Feld 8, 9. Düse ich. Nein, der meint eigentlich den T4-Bus da. T3-Bus. T2. Banause.
Jetzt frag bloß nicht, wie der T1 aussieht. Den kennt doch wohl jeder, den T1. Ja, was ist das? Von VW, der Bus, der Nee, erster nee. Fehler. Was? Das heißt nicht Transporter, sondern Typ. Der Typ 1 war der Käfer. Ach so, was habe ich denn geschlafen? Ich habe in so einem ganz alten VW-Bus geschlafen. T2, Typ 2, das war der Bus. Das waren damals die zwei einzigen. Ach so, dann habe ich... Und dann kam der T3 und ich weiß nicht, ob die das dann auch Transporter genannt haben oder so. Ach so, weil ich habe in diesem alten Ding geschlafen. Weißt du nicht, also ich war in... Ein T2 hier, der typische, was weiß ich. Ja, aus den 60er, 50er, 60er mal, glaube ich, ne? Ja, das ist ja. Der T2 im Prinzip, wie wir hier auf der Karte haben als Lieferfahrzeug. Ja. Ja, ich habe den, der war umgebaut zum, oder war das Modell mit den, diese Hippie-Busse auch damals aus den 60ern noch. Die Wohnmobile da, diese genau. Minimalistischen. Die, wo du so oben hochklappen kannst und hast dann noch ein Bett und Schlafraum. Ja, mit Faltdach. Ja, in so einem Ding habe ich mal geschlafen. Mhm. Das war, ich dachte, das wäre, ja gut, okay, siehste, dann. Der T3, der war dann schon wesentlich größer als der E2. Ja, und dann kommt der T4, das ist ja normal, den kennt ihr ja alle. Das ist jetzt aber der... Und jetzt ist, ich weiß nicht, ob jetzt schon T6, dann T5 war dann ja schon das aktuelle Modell dann. Ja. Du, ich wollte schon sagen, willst du hier Drescher wässern? ich hab gedacht, du siehst das nicht. das ist so gefährlich alles gerade. Ja, ich bin mit Tick zu weit runtergefahren. War, kurz vor knapp. Okay. Vollgas. Die Olga von der Wolga fährt mit Vollgas in den Holger. Eine neue Folge Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Map Oldtimes. In der nächsten Folge werden wir noch ein bisschen abtanken und was das Ganze mit alkoholischen Getränken zu tun hat, sehen wir dann auch. Schaut auf jeden Fall auch noch beim Holy Shit Video vorbei. Da würden wir uns sehr freuen. Lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Bis bald, sagt Florian von Let's Multiplay.